los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Ja. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Mächtige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Ein Parvenu, ein Fulpitz! Die Luftwaffe! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür musste man die Welt stehen! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war Befehl! Besitze! Dass Sie es wagen, sind meine Befehle zu widersetzen! Dann soll die Armee bekehrt machen! Und jetzt das! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Es bleiben in Rom Keitel, Jodl, Krebs und Bergdorf. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen! Die Korruption in unserem Stadt möglich gemacht! Dann muss ich Sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Feiglinge! Verräter! Versager!